In der Welt des Kampfes waren der Gerechtigkeitsclan und der böse Kult schon immer miteinander verfeindet. Vor kurzem stellte der Gerechtigkeitsclan fest, dass der böse Kult immer stärker wurde und dass der Kult auch einen Boten des Clans getötet hatte. Daraufhin schlossen sich die Schwertkämpfer des Clans zusammen und starteten einen Angriff auf den bösen Kult. Sie töteten die meisten von ihnen, während der dunkle Herrscher Yu Batian sich selbst verfluchte und zu einem Fisch wurde. Seitdem leben die verbleibenden Mitglieder des bösen Kults ihr Leben, um sich vor den Schwertkämpfern zu verstecken. Der dunkle Herrscher versteckt sich und seinen Sohn Yu Renyi in den Ruinen. 13 Jahre später plant Batian, Renyi in die Akademie der Gerechtigkeitsliga einzuschreiben. So kann Renyi dem Gerechtigkeitsclan beitreten und ein sorgenfreies Leben führen. Batian rät Renyi, seine Identität nicht preiszugeben und stellt ihm einen Leibwächter namens Le Dongfang zur Seite. Die Akademie der Gerechtigkeitsliga in Mount Glory hilft den Mitgliedern des Gerechtigkeitsclans, Kampffähigkeiten zu erlernen. Nur diejenigen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten erhalten ein Zertifikat für gute Leistungen. Während er in der Schlange steht, sieht Renyi, was mit seinem Sektenmitglied passiert, das versucht, sich in die Akademie zu schleichen. Der Hauptwächter Kuiyang schickt ihn zum Schlachthof. Dann geht das Gerücht um, dass sich der Sohn des dunklen Herrschers in die Akademie schleicht. Renyi ist wie erstarrt vor Angst, aber Li ist ein Meister der Verkleidung. Er verwandelt Renyi in ein schönes Mädchen und sich selbst in eine Frau. Auf diese Weise gelingt es ihnen, in die Akademie zu gelangen, aber sie werden von Ye Mingzu, dem Leiter der Disziplinarabteilung, angetroffen. Mingzu hält Renyi für ein unschuldiges Mädchen und Li für einen Sektenbetrüger, der sie belästigt. Mingzu versucht, Li zu fangen, aber ein männlicher Clanschüler, Sai Yan, unterbricht sie und gibt Li die Chance zu entkommen. Mingzu schimpft mit Sai Yan, weil er ihren Plan vereitelt hat. Sai Yan bittet um etwas, um sich abzuwischen, und Renyi bietet ihm einen Gürtel an. Das beeindruckt Sai Yan, der mit Renyi befreundet sein will. Allerdings muss er zuerst auf die Toilette gehen. Mingzu ist der Meinung, dass nur Mädchen verantwortungsbewusste Schüler sind und geht mit Renyi fröhlich zur Aufnahmezeremonie. Auf dem Weg dorthin zeigt sie Renyi ein Bild von ihm und fragt ihn, ob er jemanden in der bösen Sekte kennt. Mingzu weiß alles über den Sohn des dunklen Herrschers außer seinem Namen, aber sie verdächtigt Renyi nicht, weil er als Mädchen verkleidet war. Bei der Aufnahmezeremonie hält der Schulleiter eine kurze Ansprache. Nach der Rede beginnen die Schüler zu skandieren, dass sie die Sektenmitglieder töten sollen. Sie verbrennen auch eine Puppe des Sohnes des dunklen Herrschers. Renyi hat das Gefühl, dass seine Seele seinen Körper verlassen hat. Er rennt eilig um sein Leben. Doch der Schicksalsball fällt ihm in die Arme und er wird auf die Bühne gebeten. Renyi sagt allen seinen Namen und sagt, dass er keinen Bereich hat. Zum Glück, sagt Mingzu, sei alles akzeptabel, es sei denn, er gehöre zu einer bösen Sekte. Als Belohnung für das Fangen der Schicksalskugel erhält Renyi eine Holzskulptur, die 10 Jahren Kultivierung des Schulleiters entspricht. Der Schulleiter überträgt die Kultivierung auf Renyi. Renyi fühlt sich plötzlich leichter, bemerkt dann aber, dass seine Brustimplantate abgefallen sind. Alle nennen ihn einen verkleideten Jungen, aber Mingzu hilft ihm wieder und sagt, dass Renyi nur ein flachbrüstiges Mädchen ist. Um das zu beweisen, küsst Mingzu Renyi und stellt fest, dass sie, da sie Männer hasst, Renyi niemals geküsst hätte, wenn er ein Junge wäre. Mingzu sagt Renyi, dass er sie niemals anlügen sollte, weil sie so viel für ihn getan hat. Er erfährt auch, dass Mingzu ebenfalls Studienanfängerin ist, aber in der Akademie aufgewachsen ist und sich deshalb gut auskennt. Mingzu nimmt ihn zum Einstufungstest mit, bei dem die Schüler je nach ihren Fähigkeiten in Klassen eingeteilt werden. Der Prüfer ist Kuiyang, der hart mit Renyi umgeht, da er keinen Bereich hat. Trotzdem besteht Renyi den Geschwindigkeitstest aufgrund seiner begabten Kultivierung. Bei der nächsten Prüfung geht es um Techniken. Die Schüler sollen Messer auf ein Ziel werfen und auch hier zeigt Renyi seine hervorragende Leistung. Kuiyang erklärt ihn jedoch für ausgeschieden. Als sie das hört, erscheint Bai Rimang und sagt, dass sie diese Ungerechtigkeit nicht akzeptieren wird. Rimang ist ein kleines Mädchen aus dem Sonnenblumensektor. Ihr Sektor ist weder stark noch beliebt, aber sie ist trotzdem stolz darauf. Sie fordert Kuiyang zu einem Kampf heraus und wenn sie gewinnt, wird Kuiyang Renyi passieren lassen.
Rimang wird jedoch schwer verprügelt und Qiang verspottet auch ihren Vater als Feigling. Rimang sagt, ihr Vater habe sich sehr gut um sie gekümmert und sie werde ihr Bestes geben, um sich einen Namen zu machen. Ihre Worte erinnern Renyi an seinen eigenen Vater. Er rettet Rimang und fordert Qiang zu einem Kampf heraus. Renyi weicht immer wieder aus, weil er nur das Kung-Fu der Sekte kennt. Als er aufwuchs, lehrten ihn viele Kultälteste Kung-Fu-Kenntnisse und übertrugen auch ihr Qi auf ihn. Die einzige Verteidigung, die sein Vater ihm erlaubte, war der Vergessensschlag. Es ist die Technik der Lustkönigin des Kults, die dazu führen kann, dass das geohrfeigte Opfer sein Qi verliert. Qiang erkennt es, wird aber bewusstlos, bevor er es jemandem sagen kann. Alle jubeln Renyi zu, als der Dekan der Akademie hereinkommt und sagt, dass sie die Nachricht erhalten haben, dass sich ein Sektenmitglied unter den Erstsemestern befindet. Der Dekan verdächtigt Renyi, aber Mingzu sagt, er habe das Qi vom Schulleiter bekommen. Der Dekan nennt Saiyan einen Zeugen, der von der Gourmet-Creme der Sekte beeinflusst wurde. Renyi erkennt, dass es die Soße sein muss, die Li ihm gegeben hat und die auf den Gürtel übergegangen ist, den Renyi Saiyan gegeben hat. Bevor sie den Verräter finden können, springt Li ein und kämpft mit dem Dekan Yui, der Li nach draußen jagt. Die Ergebnisse der Klassensektionen werden bekannt gegeben. Renyi möchte in die fortgeschrittenen Klasse mit Mingzu, aber er wird in die Klasse der Problemkinder gesteckt. Die Justice League Academy gilt als die beste Akademie, bis auf die Problemkinderklasse, die sich in der hintersten Ecke befindet. Sie ist voll von Spinnern wie Saiyan und Rimang. Yui kommt rüber und erzählt allen, dass jeder von ihnen einige moralische Punkte hat, die abgezogen werden, wenn sie etwas Unanständiges tun. Wenn 100 Punkte abgezogen werden, dann wird der Schüler eliminiert. Yui teilt den anderen Schülern ihre Punkte mit. Dann teilt Yui Renyi mit, dass Renyis 100 Punkte weg sind, weil Renyi den Prüfer verprügelt hat, also wird Renyi ausgeschlossen. Saiyan und Rimang versuchen dies zu verhindern, werden aber ebenfalls ausgeschlossen. Zum Glück kommt Mingzu wieder zur Rettung. Mingzu sagt, dass Renyi gezwungen wurde, den Lehrer zu schlagen und deshalb nicht bestraft werden sollte. Yui sagt Mingzu, dass sie als einzige Tochter des Anführers der Kampfsportliga nicht gegen die Regeln verstoßen sollte. Mingzu nimmt an der Problemklasse teil, weil sie der Meinung ist, dass Regeln geändert werden sollten, wenn sie falsch sind. Renyi stellt Yui eine Frage, die Yui verwirrt. Seine Frage lautete, wenn Rimang auf die Herrentoilette geht, um Saiyan Toilettenpapier zu geben, werden dann ihre Noten abgezogen, weil sie gegen die Regeln verstoßen hat, oder werden sie erhöht, weil sie anderen geholfen hat? Der Schulleiter kommt und teilt ihnen mit, dass Qiang erkrankt ist und Yui als Ersatz für ihn die Problemklasse unterrichten wird. Es gab ein Problem mit der Aufteilung von drei Mädchen in der Problemklasse, in zwei Bettzimmern im Schlafsaal, aber jetzt ist das Problem mit Mingzus Zusatz gelöst. Als Renyi das Zimmer betritt, ist er sehr schockiert, dass Mingzu weiß, dass er der Sohn des Dunklen Lords ist. Mingzu erfährt von Renyis Identität, während sie Freundschaftspuppen in sein Gepäck packt. Sie wollte sich in der Akademie melden, aber Renyi überzeugt sie, dass er nur hier ist, um das Zertifikat zu holen und dass er es nicht böse meint. Mingzu konnte bei Renyis super süßem Gesicht nicht Nein sagen. Außerdem will Mingzu nicht, dass jemand erfährt, dass sie einen Mann geküsst hat. Aber sie warnt Renyi auch, dass sie ihn in Stücke hacken wird, wenn er etwas vor ihr verheimlicht. Jetzt bleibt nur noch das Problem, dass sie sich ein Bett teilen müssen. Mingzu erklärt sich bereit, das Bett zu teilen, aber sie bewegt sich ständig im Schlaf und Renyi kann nicht ruhig schlafen. Am nächsten Morgen machen sie sich mit ihren Klassenkameraden vertraut und Yui kommt zu ihnen und in die erste Unterrichtsstunde. In der ersten Lektion geht es darum, in einem Kreis zu bleiben. Wer verliert, dem werden 5 Punkte abgezogen. Renyi möchte sich mit Mingzu zusammentun, aber Yui sagt, das wäre unfair, da er vom Schulleiter zusätzliches Qi bekommen hat. Also befiehlt Yui, Renyi gegen ihn zu kämpfen. Der erste K.O.-Kampf findet zwischen Mingzu und Jia Jingzu statt. Mingzu gewinnt, weil Jingzu nicht sehen kann und aus dem Kreis aussteigt, um einen Stein anzugreifen. Der zweite Kampf findet zwischen Xiong Pingair und Kultom statt, der durch Pingers Body Slam gewonnen wird. Der nächste Kampf findet zwischen Saiyan und Wang Dali statt, aber beide verlieren, weil sie ihr Qi nicht einsetzen und sich in eine Männerfreundschaft verwickeln.
Bai beschließt, ein Geschicklichkeitsbuch zu lesen und wird von dem mysteriösen Schlafmützenjungen Wowutu leicht besiegt. Der letzte Kampf findet zwischen Renier und Jui statt. Renier kann das Ki der Sekte nicht nutzen, also verlässt er sich nur auf das Ki, das er vom Schulleiter bekommen hat. Aber Jui ist entschlossen, ihn zu vertreiben und greift ihn von hinten an. Jui macht ein mächtiges Ki-Schwert und greift an, aber Renier kann es abwehren. Reniers Kleidung wird zerrissen, aber Jui sagt ihm, er solle hart kämpfen und sich keine Sorgen um seine Kleidung machen. Jui provoziert Renier, sein verborgenes Ki einzusetzen, aber Renier schafft es, das gesamte Ki des Schulleiters in seiner Handfläche zu sammeln. Er stößt Jui aus dem Kreis und gewinnt den Kampf. Als Jui gezwungenermaßen Shaolin-Ki absorbierte, verlor er seine Haare, was alle Schüler zum Lachen brachte. Sie treten vor, um Renier zu gratulieren, aber plötzlich sind auch seine restlichen Kleider zerrissen. Zum Glück taucht Li aus dem Nichts auf, verkleidet als die Leiterin des Wohnheims und gibt Renier neue Kleidung. Er versichert allen Schülern, dass er nicht mehr zulassen wird, dass jemand schikaniert wird. Jui akzeptiert seine Niederlage und bittet Li, eine Perücke für ihn anzufertigen, ohne sich die Mühe zu machen, zu erfahren, wer er ist. Jetzt können sowohl Renier als auch Li sicher in der Akademie bleiben. Jui warnt Renier, nicht mehr in seine Klasse zu gehen. In der Zwischenzeit hat jemand ein Auge auf all diese Vorgänge in der Problemklasse geworfen. In der nächsten Stunde sagt Jui, dass Schüler mit mehr als 30 negativen Punkten während der Zwischenprüfung ausgeschlossen werden. Er stellt ihnen auch eine neue Schülerin in der Problemklasse vor. Es ist ein schönes Mädchen namens Tang Tang. Ming Zhu und Rimang versuchen sich mit Tang Tang anzufreunden, aber sie wirkt unhöflich und kalt. Tang Tang und Renier fragen Rui nach der Zusatzaufgabe, um ihre Punkte zu erhöhen. Es ist eine Gruppenaufgabe, aber Renier ist bereit, sie zu erfüllen. Seine Klassenkameraden verdächtigen jedoch Tang Tang, ein Sektenjünger zu sein. Sayan erzählt allen, dass der Anführer des Tang-Sektors einst versucht hat, sich mit der bösen Sekte zusammenzutun. Also muss Tang Tang auch böse sein. Aber Renier versucht sie zu überzeugen, dass Tang Tang nichts Böses getan hat. Tang Tang antwortet keinem von ihnen und geht weg. Ming Zhu erzählt den Schülern, dass es üblich ist, dass andere Klassen auf die Problemklasse herabschauen, da es für uns schwierig ist, die Zertifizierung zu erhalten. Nachdem sie das gehört hatten, beeilten sich alle Schüler, Punkte für Missionen zu erlangen. Die Aufgabe bestand darin, bis zum Sonnenuntergang 10 Reisfelder zu ernten. Aber nur Tang Tang, Ming Zhu und Ren Yi arbeiten, während die anderen weiter spielen. Auf diese Weise bekommt niemand irgendwelche Punkte. Tang Tang benutzt einen Karren zum Ernten. Weil Renier so nett ist und die Aufgabe zu Ende bringen will, bietet sie andere Karren an, um die Aufgabe rechtzeitig zu erledigen. Sie dachten, jeder von ihnen würde 10 Punkte bekommen, aber diese Aufgabe gibt nur einen Punkt für jeden von ihnen. Sayan entschuldigt sich bei Tang Tang, weil sie missverstanden hat. Und Renier lädt sie ein, weitere Aufgaben gemeinsam zu erfüllen, um mehr Punkte zu bekommen. Aber bei der nächsten Aufgabe müssen die Mädchen und Jungen getrennt werden und das Badehaus unbekleidet reinigen. Renier und Ming Zhu helfen Tang Tang bei der Konstruktion eines Reinigungsgerätes, aber Ping Er stellt das Wasser an und sie beschließen zuerst ein Bad zu nehmen. Renier versucht zu fliehen, aber sein Rock bleibt hängen und reißt ab, sodass er mit den Mädchen in der Badewanne festsitzt. Plötzlich hören sie einen Kampf aus dem Männerbad und steigen aus, um nachzusehen. Tang Tang bleibt zurück, um Renier seinen Rock zu geben. Als Renier aus dem Wasser kommt, zieht er versehentlich an Tang Tangs Hemd und enthüllt einen mit blauen Flecken und Narben übersäten Körper. Ein Schüler aus einer anderen Klasse kommt zum Badehaus und beginnt sich über die Schüler der Problemklasse lustig zu machen. Als Tang Tang dort ankommt, nennt sie ihn Meister Shi Ziong und er schlägt sie brutal. Renier versucht ihn aufzuhalten, aber Tang Tang nimmt die Schuld auf sich und bekommt ihre Punkte abgezogen. Shi Ziong nennt Tang Tang seine Studiendienerin, aber Tang Tang zeigt keinerlei Widerstand. Shi Ziong ist der Meinung, dass die Problemklasse nicht einmal ein Bad verdient hat, aber Jui kommt und widerspricht ihm. Er schlägt einen freundschaftlichen Kampf vor, um die Sache zu klären. Shi Ziong wählt Renier als Gegner, aber er befiehlt Tang Tang, für ihn zu kämpfen. Jui verkündet die Bedingungen. Der Gewinner erhält 10 Punkte, der Verlierer bekommt 10 Punkte abgezogen. Shi Ziong bietet Tang Tang auch ein Geschenk an, wenn sie gewinnt. Aber Tang Tang scheint etwas zu verheimlichen.
Renyi will nicht verlieren, aber er kann Tang Tang auch nicht wehtun. Plötzlich wirft Tang Tang eine Rauchbombe und sagt Renyi, dass sie gerne mit ihnen in der Problemklasse ist. Als sich der Rauch verzieht, wird Tang Tang bewusstlos in Zhen Jis Armen gefunden. Jui erklärt Zhen Ji zur Siegerin. Shi Xiong steht auf, zeigt auf Renyi und sagt, er habe Beweise dafür, dass sie eine Sektenschülerin ist. Shi Xiong erzählt allen, dass er Tang Tang schon seit 10 Jahren kennt. Sie hat nie mit jemandem in Green City geredet, aber jetzt stellt sie sich gegen Shi Xiong. Dass Tang Tang sich Renyi nähert, zeigt, dass sie eine Beziehung zu ihm hat, eine kultische Beziehung. Die Jünger glauben ihm nicht, aber er bringt eine Haarnadel hervor, die der Königin der Lust gehört. Die Eltern von Tang Tang beginnen Selbstmord, um sich vor der Strafe zu retten und ließen ihre 3-jährige Tochter zurück, die diese Haarnadel festhielt. Jui erkennt sie wieder. Die Königin der Lust und Tang Tangs Mutter waren Schwestern. So ist die Haarnadel zu Tang Tang gelangt. Jui nimmt die Sache in die Hand und warnt Shi Xiong, sich nicht wieder mit seinen Schülern anzulegen. Er hält es immer noch für unmöglich, dass ein Kultschüler die Akademie betritt. Das neue Problem ist, dass die Schüler der Klasse sich weigern, Tang Tang zu akzeptieren, da sie die Tochter eines Sektenschülers ist. Als Tang Tang das hört, läuft sie weg und Renyi folgt ihr. Unterwegs trifft er auf Li, der ihm bestätigt, dass der dunkle Lord auch von Tang Tangs Eltern wusste, da sie wie ein Traum waren, den der dunkle Lord nicht verwirklichen konnte. Li erzählt Zhen Ji, dass Tang Tangs Eltern keine Kultjünger waren. Sie wurden nur ständig vom dunklen Lord eingeladen, dem Kult beizutreten, bis sie Selbstmord begingen. Nach Lis Abreise findet Ming Zhu Renyi. Er kann den anderen nicht alles direkt erzählen, also schmiedet er einen Plan. Shi Xiong befiehlt Tang Tang, einen der Jungen aus der Problemklasse als Kultschüler zu verkleiden, aber Tang Tang weigert sich, weil sie die beiden für Freunde hält. Shi Xiong schlägt sie, aber Renyi kommt in einem Kostüm und stellt sich als der Sohn des dunklen Herrschers vor. Er verprügelt Shi Xiong schwer, aber Tang Tang greift ihn an, weil sie glaubt, der Kult habe ihre Familie zerstört. Renyi bringt Tang Tang in die Mitte der Akademie. Er zündet ein Feuer an, um die Aufmerksamkeit aller auf sich zu lenken. Alle Schüler versammeln sich, aber der Schulleiter sagt, er werde sich selbst um die Sache kümmern. Renyi lässt eine Rauchbombe hochgehen, sodass die anderen nichts mehr sehen können. In der Zwischenzeit umarmt er Tang Tang und fordert sie auf, ihn zu schlagen, woraufhin sie in Tränen ausbricht. Als der Rauch verschwindet, täuscht Renyi seine Niederlage vor und legt sich hin. Li kommt herüber und wiederholt das Drehbuch, das Renyi ihm beigebracht hat. Seine Worte lassen alle annehmen, dass Tang Tang den Sohn des dunklen Herrschers besiegt hat und dass der Kult ein Rivale des Tang-Sektors ist. Auf diese Weise räumt Renyi mit Tang Tangs Namen auf. Doch als Li mit Renyi fliehen will, werden sie vom Schulleiter mit einem goldenen Schild gefangen genommen.